So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ni no Kuni. Wollen wir mal jetzt die komische Fabrik mal beenden heute? Haben wir schon lang genug hier drin. Ich nehme an, ungefähr die Hälfte haben wir jetzt von dem ganzen Fabrikgelände. Irgendwie so. Es gibt auf jeden Fall einen Teleporter noch und wahrscheinlich einen Bosskampf am Ende. Nehme ich mal stark an. Deswegen mal schauen. So, und hier ist das nächste Ding oder was? Komme ich da rein? Ja, sehr schön. Dann ab rein da. Das Ding da holen. Ich muss auch mal wieder mein Gold, also meine Kronen abholen. Läuft ja wie am Schnürchen. Damit haben wir drei der Memorex. Spielen wir es ab. Und wie haben sie die Firma gerettet? Dekita! Zui ni kansei shita so! Madou Stecki no kansei da! Oh, ich muss ja weiter drücken. Kore ga areba, dare datte mahou tsukai ni nareru. Madou Stecki ga kono sekai o kaeru nda! Yatta wa ne, Musaka! Minna no okage da yo! Minnaga ita kara koso, kono madou stekki wo kansei saseru koto ga dekita nda. Minna, arigato. Okay. Alle haben mitgeholfen? Ano koro wa, watashi mo fukume shain minna to Musaka no kokoro ga tsuji atte ita hazu nano ni. Doushite konna koto ni natte shimatta no kashira? Naja, er ist ja besessen. Das heißt, alles hat sich so verändert. Er kann ja nicht wirklich was dafür. Hi. Direktor, es ist was Schreckliches passiert. Es gab eine Explosion im Abraklit-Reaktor. Ui! Was sagst du da? Viele wurden bei der Explosion verletzt und wir haben alle Hände voll zu tun mit den Rettungs- und Versorgungsmaßnahmen. Das interessiert mich nicht. Was ist mit dem Reaktor? Wie ist sein Zustand? Hi. Es war eine eher kleinere Explosion. Wir werden mit der Entwicklung weitermachen können. Dann sehe ich kein Problem. Arbeiter sind ersetzbar. Die Fertigstellung des Reaktors hat höchste Priorität. Alle verfügbaren Arbeiter sollen antreten und in einer Nachtschicht den Rückstand aufholen. The fuck. Nee. Bleibt nur noch ein Memorek. Eh. Und mein Findikus hat es auch schon geortet. Scheint, als befände es sich in der Nähe der Produktionsstraße über uns. Yes. Gut. Wenn wir so weitermachen wie bisher, sollten wir es bald in den Händen haben. Gut. Zuversichtlich sein. Wir werden das schon schaffen. Sagen, die Fabrik ist bis jetzt eher leicht. Ich hätte jetzt, also, es kommt natürlich jetzt noch ein Schalterrätsel. Das könnte wahrscheinlich schwerer sein, aber das, um den Griff wieder zu kriegen, das war ja nicht wirklich ein Rätsel. Ja, um den Ausgang zu finden, das war ein Rätsel. Ich hätte es eher genau anders, also, ich hätte es genau anders gedacht. Aber ist in Ordnung. Sollte ja schwerer an so einen Gnuffi zu, also, sollte ja schwerer an so einen Gnuffi kommen, als den Ausgang finden. Sehr schön, Partitur Nummer 16, wahrscheinlich der Song dieser schönen Fabrik hier. Können ihn ja jetzt auch hören. Nice. Nice Scheiß, Alter. Kann ich einfach weitergehen? Really? Das ist doch schon der Ausgang. Oder ist das ein Witz? Vielleicht geht die Tür auch nicht auf. Was ist hier unten überhaupt? Da kann ich wahrscheinlich noch nichts machen. Das sind einfach die Konsolen, oder was? Was sollen denn diese blauen Dinger da drauf? Ich verstehe es nicht. Wir töten einfach mal alle. Ich
Halt, Alter, einfach so eine Windklinge. Also wirklich, das Anvisieren, das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, außer man schießt. Ohne Schießen. Bam, bam, bam. So, ein bisschen geschossen. Der ist auch tot. Sehr gut. Und der lädt irgendwas auf. What the? Deidel. Einmal Heilung, bitte. Er macht seine Superkugel. Muss ich aufpassen. Ach, der stürmt zweimal. Ich kenne das Angriffsverhalten von dem noch überhaupt nicht. So, einmal aufladen. Oh, schieß! Alter. Der widersteht ihm einfach. Das ist wirkungslos, solange er die Kugel ist. Und wie holt man ihn dann aus der Kugel raus? Okay, er geht einfach selber raus. Kann man auch machen. Die sind echt ein bisschen stärker. Aber kein Problem für mich. Marmorerz, sehr schön. Davon habe ich noch nicht so viel. Ist gut, wenn ich das finde. Ich glaube, das kann ich auch noch nicht mal herstellen. Deswegen nehme ich das gerne an. Also hier unten ist wirklich nichts. Überhaupt nichts. Also hier kann man ja überhaupt nichts machen. Das ist einfach nur Zeug einsammeln. Ein komplett optionaler Weg. Das ist wirklich komplett. Ein vierblättriges Kraut. Oder Vierblätterkraut. Erinnert ihr euch noch an diesen einen Bootsmann, der immer so halt um die ganze Welt rudern wollte? Dieser Alte, der mit seinen Muckis so angegeben hat. Den haben wir ja einmal getroffen auf diesen Koralleninseln. Für den musste ich so ein Heilkraut einsetzen für seine Quest. Der war nämlich dann erschöpft und konnte nicht mehr weiter rudern und hat so ein Kraut gebraucht. Die kann ich noch nicht holen, aber ich habe jetzt auf jeden Fall wieder noch eins gehabt. Hatte ich eins. Ach Mist, stimmt ja. Diese Tür hatte ich ganz vergessen. Wie nervig. Anno. Was meinst du mit nervig? Hier werden die noch nicht veröffentlichten Produkte hergestellt. Das heißt, die Sicherheitsprotokolle sind noch strenger. Über der Tür seht ihr drei Lampen, richtig? Das Schloss öffnet sich erst, wenn alle drei leuchten. Um die Lampen einzuschalten, müssen wir die drei Entriegelungsschalter, die auf dieser Ebene verteilt sind, betätigen. Meine Fresse, Zahnräderschalter! Was kommt als nächstes? In unserem Versteck ist da... In den Windschlangenklippen hatten wir nicht mal Türen! Die Behausung der barbarischen Luftpiraten, die unschuldige Reisen in den Tälern überfallen, erfreuen sich aber gewiss eher weniger Besucher. Haha, da hast du wohl recht. Yes. Okay. Dann lass uns die drei Schalter mal betätigen. Machen wir doch gerne. Baby, Rätsel Eye. So, ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt machen am besten. Ich weiß auch nicht, ich sehe die Schalter nicht wirklich. Ach, hier ist auch, ja, einfach so, ja, dann hier, zack, easy. Und da steht einfach so ein Schalter rum. Ist ja sehr schwer erreichbar. Bleiben noch zwei Schalter, richtig, Evan. Du hast vollkommen recht. Hast gut in Mathe aufgepasst. Ich bin stolz auf dich. So, oben ist wahrscheinlich der Reaktor. Ja, dann aktivieren wir den Reaktor als erstes. Und dann gehen wir da runter. Kann ich vielleicht auch runterspringen? Keine Ahnung. Sehen wir gleich. Weil hier oben ist ja sonst nichts. Doch, ich kann runterspringen. Da ist ja extra so ein Geländer nicht da. Hallo, bitte. Och. Ja, schön. Gut, Konsole ist aktiviert. Wo war jetzt die Konsole? Genau unter mir, oder was? Alter, die machen... Oh, 730er Heal-Wert, mich so hochgehalten. Keine Ahnung. Ich finde hier ja so viele Rätseleier. Was für Viecher droppen denn Rätseleier? Wieso droppen Maschinen Rätseleier? Ich verstehe es nicht ganz. So, wo ist die... Ich muss komplett zurück. Alles klar. Da ist die Konsole. Und da gibt es nochmal eine rote. Wahrscheinlich, wenn ich blau aktiviere, kann ich dann zum roten und dann... Keine Ahnung. Gucken wir mal. Gucken wir mal.
muss auch irgendwie hier noch rüber, da in die Mitte und dann runterspringen, weil da unten drunter noch Zeug ist. Eine Truhe und sowas. Da oben, was war denn da oben nochmal? Ach nichts, da ging es nicht weiter. Da kann man nur runterspringen. Das heißt, es ist der Rückweg. Das ist wieder so ein Ding, dass man irgendwo hingehen muss, irgendwas aktivieren und dann einfach runterspringen. Okay. Warte mal. Also ich kann jetzt hier rüber auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz nice. Ich muss ja sowieso da über die Mitte. Ich muss ja dahin. Da ist der Schalter. Ich habe das jetzt nicht gelesen. Das war jetzt irgendwie, weiß nicht, zu schnell. Okay, rot aktivieren und dann ist da ein Gnuffi. Müssen wir auf jeden Fall machen. Der wird wahrscheinlich wieder schwerer sein. Also den kann ich wahrscheinlich wieder nicht holen. Weil das Spiel mich verarschen möchte. So, wenn ich das einmal aktiviere, wie positionieren die sich? So, komme ich dann rüber? Ich glaube nicht. Also ich komme so zum Gnuffi, aber ich meine zu dem anderen Zeug da hinten komme ich nicht. Muss ich mal schauen. Muss ich mir gleich nochmal genauer anschauen. So, Rätselei und hier. Heute bitte ich, morgen schick dich. Übermorgen ein Geschenk, ich erwarte. Bring mir dieses, na du weißt schon, das Beste, was die Welt in Sachen Milch zu bieten hat. Oh nein, ich habe so eine Milch noch nicht. Es gibt ne. Doch, Edelmilch. Oh. Ist das das? Ja! Genau, du hast erraten, dankend erhalten. Schon wieder ein Feuerviech. Ich habe das andere noch gar nicht angeguckt. Aus dem Obelisken ist ein Gnuffi erschienen. Vicky der Wikinger hat sich deinen Gnuffis angeschlossen. Sehr schön. Ein Wikinger-Gnuffi. Gucken wir mal die neuen Gnuffis an. Ich kann ja noch den gelben und den anderen auswechseln. Kostet 3. Und der andere ist überhaupt nicht so gut. Was kannst denn du? Hier. Heilt Zustandsveränderungen aller Verbündeten und steigert kurzzeitig die Resistenz dagegen. Okay. Und, ja, okay. No. Geht so. Und du? Erzeugt einen blendenden Lichtblitz, der Gegner betäuben kann und verstärkt die Angriffe des erwachten Spielers etwas. Ja, ist nicht so besonders. Ich hätte gern einen Heiler dabei. Also einen würde ich gern haben, der heilen kann. Und da ist halt der einzige gerade der gelbe oder halt ein grüner. Aber grün habe ich schon als Angriffsfuzzi. Deswegen lassen wir das alles mal so. Und ich überlege kurz mal, wie ich da zu dieser Truhe komme. Eigentlich muss es genau andersrum sein. Also ich muss ja jetzt hier hinten so rum. Obwohl, kann ich da schon rum? Ich sehe es nicht richtig. Theoretisch könnte ich da über einen Jump'n'Run rüberspringen, oder? Ich könnte aber auch so hinkommen. Ich glaube, das ist nicht so schwer, wenn ich jetzt rot nochmal umdrehe. Wofür brauche ich dann überhaupt rot? Rot ist ja totale Verschwendung dann gewesen. Zumindest, wenn ich es mir so denke, wie ich es gerade tue. Vielleicht, ich kann wahrscheinlich auch gar nicht runterspringen. Das wird wahrscheinlich die Prämisse sein. Dass ich von da oben, wo ich jetzt hingehe, nicht runterspringen kann. Was totaler Blödsinn ist. So. Zweiter Schalter. Gut. Wahrscheinlich muss ich hier rüber und dann so irgendwie, weil ich hier nicht runterspringen kann. Wieso auch immer. Aber hier gibt es auf jeden Fall eine Truhe. Das Problem ist, ich komme ja nicht hier hoch. Ohne den. Also ich kann den Schalter ja nicht aktivieren und dann hier hochkommen. Weil eigentlich muss ich ja von hier dann weiter und so fort. Was wäre denn die Möglichkeit? Also, überlegen wir mal. So. Ich betätige Rot. Komme da nicht mehr zurück. Das hat sich dann erledigt. Ja, also Rot spielt dann keine Rolle mehr.
Ich komme überhaupt nicht zu Rot wieder, zum Schalter, also ich komme nicht weiter. Deswegen, wenn ich runterspringe, was soll mir das bringen? Ich kann hier ja nicht runterspringen. Hä? Ich bin gerade ein bisschen blöd. Also ich weiß nicht, von wo genau ich auf diese Plattform komme. Kann ich hier zum Beispiel runterspringen? Kann ich auch nicht. Ich könnte auch einfach von hier da... Okay, passt schon. Von hier komme ich auf jeden Fall nicht drüber. Also wenn ich hier... Da komme ich nicht auf Blau. Kannst du vergessen. Gibt es einen anderen Weg? Es gibt theoretisch einen Weg, dass ich sage, ich aktiviere Rot und aktiviere Blau und gehe komplett außen rum. Aber dann komme ich auch nicht hoch. Es ist nicht sehr schön. Ich will mal kurz gucken, wie die Plattformen stehen, wenn ich Rot aktiviere. Ah, ich weiß. Ja, okay. Aber dann kann ich nochmal Rot aktivieren. Das ist das Ding. Oder? Sag mir bitte, dass ich da runterspringen kann. Also, weil jetzt stehen die Plattformen von Rot ja eigentlich ganz günstig. Nur Blau ist ein bisschen kacke. Deswegen, wenn ich jetzt Blau wahrscheinlich verändere, dann stehen die Plattformen genau richtig. Dann muss ich halt einmal komplett außen rum. Obwohl, stehen die so richtig? Ich glaube es fast nicht. Achso, natürlich, ich muss dann nochmal Rot aktivieren. Aber ich brauche erstmal Rot, um überhaupt darüber zu kommen. Okay, dann muss ich wieder den ganzen Weg zurück. Dann da hinten. Ihr seht es ja gleich. Ihr seht gleich, was ich meine. Ja, und dann wisst ihr, ah, Schulzmann ist ein schlauer Mann. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Ich finde ein bisschen blocken ist total blödsinnig. Also ich weiß nicht, wieso ich blocken sollte. Ja, bis jetzt gab es noch keinen Angriff, der irgendwie das ganze Feld eingenommen hat oder sowas. Deswegen blocken ist so blöd. Ich kann durchaus weichen. Ich komme da nicht runter. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Das ist ein schlechter Scherz. Wie soll denn das sonst funktionieren? Okay, Schulzmann ist nicht so ein schlauer Mann. What the fuck? Wie denn dann? Nee, ich verstehe es echt nicht. Obwohl, doch nicht. Ich komme ja nicht runter. Das ist das Problem. Also wenn ich hier runterkommen würde, wäre das einfach. Oder kann ich die so aktivieren, dass ich von hier unten irgendwie hochspringen kann? Nee, auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich komme gerade nicht drauf. Ich muss nochmal gucken. Es ergibt halt überhaupt keinen Sinn. Von da oben bringt mir auch nichts. Da ist auch kein Schalter. Das ist nur dieser Ofen. Unten gibt es unten einen Schalter. Ich glaube auch nicht. Von hier könnte ich springen. Okay. Gut zu wissen. Also ich weiche einfach aus, das meine ich. Also abwehren lohnt sich überhaupt nicht. Durch Ausweichen kriegt man die ganze Zeit keinen Schaden. Und ich habe auch 5 reingeskillt. Ja, durch diesen Kampf-Equalizer. Dass ich durch Ausweichen eine längere Zeit unverwundbar bin. Habt ihr gesehen? Keinen Schaden bekommen. Zumindest ich nicht. Ja, dann kann ich nicht reden. Natürlich. Ach komm, Alter. Ich kann das jetzt halten und dadurch ein paar Gnuffis anwenden. Das bringt halt so gut wie gar nichts. Kann die Kugel mal endlich aufstehen? Ich nehme mal einen kurzen dreiblättriges Heilkraut. Alter, wie viel der aushält? Ja, kein Wunder, der ist auch Level 5 Milliarden. 500 ist gar nicht so schlecht. Also ich muss von hier hinten rüberspringen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, dann auf
zum Schalterrätsel lösen. Also ich muss von hier... Nee, nicht von hier. Von wo denn? Oder doch von hier? Nee, von da hinten. Am besten. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Ups. Finde ich auch ein bisschen gemein, dass das nicht angezeigt wird. Aber rot müsste doch richtig sein. Ja, jetzt komme ich nämlich rüber. So passt das schon. Weil sonst würde es keinen Sinn ergeben, rot zu bedienen. Und jetzt könnte ich ja einfach weitergehen, ohne überhaupt auf die rote Plattform gegangen zu sein. Außer natürlich für den Gnuffi. Aber so komme ich ja schon rüber. Das ist ja kein Problem mehr. Okay. Sehr gut. Es war nicht so schwer wie gedacht. Und dann hier zum Schalter. Und das war's. Und wir haben auch alles entdeckt. Okay. Solche Schalterrätsel mag ich. Ich hätte nur gerne vorher gewusst, von wo ich denn überhaupt abspringen muss. Jatta! Wir haben es geschafft. Alle drei Lampen leuchten. Yes. Damit haben wir Zutritt zur Produktionsstraße. Okay. Es könnte noch ein Rätsel kommen. Alles klar. Danke, liebes Spiel, dass du meine Träume vernichtest. Wahrscheinlich, weil ich jetzt gesagt habe, das war ziemlich leicht, kommt jetzt der fette Hammer, der mir richtig in die Fresse klatscht. Unglaublich schwer sein wird. Das ist die Produktionsstraße. Das letzte Mal... Alles klar. Ich versuch's wirklich nicht. Ich sag das jedes Mal und versuch's dann doch, weil ich mir denke, vielleicht schaffe ich's ja. Aber nein, es funktioniert nicht. So, das letzte Memo-Rack. Sehr schön. XH104. Was ist da denn passiert? Das vierte Memo-Rack. Damit hätten wir ja alle beisammen. Yes. Sehen wir es uns mal an. Gerne. みんな聞いてくれ。我が社が世に送り出した商品は立て続けに大ヒット。おかげで本日天高くそびえる我らが新社屋インテリジェンスビッグツリー完成の日を迎えた。 Ich habe gedacht, da ist Mac-Baum.今や社員数は31万5639名。我が社はもはや国家と呼べるレベルの存在にまで成長した。グランリーフが世界一の企業になる日もそう遠くない。その日までみんなで一緒に頑張っていこうじゃないか。 小さな部屋から始まったグランリーフが国家に匹敵する規模の巨大なタワーを建設した日、社員たちの労働環境と生活環境の両面を高水準なものにしたいというムサカが発案したものよ。初めてその話を聞いた時は無理だと思ったのに、ムサカはそれを本当に実現させてしまった。 当時のムサカは誰に対しても笑顔を向けていたのに、あの笑顔、もう見ることはできないのかしら。あの Herr Direktor, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Ich habe keine Kapazitäten für Dinge, die nichts mit dem Reaktor zu tun haben. Um Bagatellen kann sich jemand anderes kümmern. Ich verstehe, aber jemand hat sich in das, hat sich die Sicherheitssysteme der Fabrik manipuliert und es sind mehrere Personen im Inneren eingedrungen. Na, dann tu doch was dagegen. Ich habe keine Zeit für sowas. Was glaubst du, wer ich bin?
Ich bin der Direktor, ich bin hier die Nummer 1. Der Mann, der mit dem Abraklit-Reaktor die Welt verändern und dieses Land an die Spitze führen wird. Alles klar. Yes. Gut, wir haben alle vier Memorex zusammengetragen. Jetzt brauchen wir nur eine Gelegenheit, sie Vector zu zeigen. Um ehrlich zu sein, es gibt da noch ein weiteres Memorex, das ich Vector zeigen will. Hm? Aber es waren doch nur vier übrig, oder nicht? Ja, von denen, die vom Unternehmen verwaltet werden. Aber ich weiß von einem, das nirgendwo erfasst ist. Wir müssen zum Zimmer des Chefingenieurs. Einzelheiten erzähle ich euch später. Lass mich raten, das hast du privat aufgenommen. Letzter Teleportationspunkt. Kommt das ein Bossfight? Wahrscheinlich. Speicherpunkt und was ist denn das hier für ein großer Raum? Natürlich speichern wir. Das vor einem Bossfight sowieso. Und ich sollte eigentlich mal wieder auf Evan wechseln. Nicht auf Evan. Auf Roland wechseln, genau. Wir haben anscheinend alle Begleiter voll, also es kommen anscheinend keine mehr dazu, vielleicht doch. Ich habe keine Ahnung. I don't know. So, was gibt's denn hier? Wieso ist denn dieser große Raum da? Keine Ahnung. Vielleicht für später? Hier geht's auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich wahrscheinlich noch nicht hin soll. Hallo? Einmal raus. Danke. Wie kannst du so dumm sein und von einer 204er Waffe wechseln? Ich meine, das ergibt nicht mal Sinn, auch wenn sie 100% vollgeladen ist, macht sie, oder nicht vollgeladen ist, macht sie trotzdem mehr Schaden als die zwei anderen Waffen. Dieses Zimmer steht mir bei meiner Arbeit zur Verfügung. Ich habe hier schon so manche Nacht verbracht. Aber in letzter Zeit habe ich es kaum noch genutzt. Mein Memorec muss hier irgendwo sein. Susis Memorec. Nee. Was ist auf diesem Memorec denn zu sehen? So, ne? Nun ja, ich will es mal so formulieren. Da drauf ist die größte Errungenschaft meines Lebens. Hm? Die größte Errungenschaft? Yes. Das sollte reichen. Mit dieser Hilfe dieser Memorecs sollten wir Vector wieder zur Vernunft bringen können. Ich gehe ja jede Wette ein, dass Vector sich in der Reaktorschaltzentrale aufhält. Wir müssen schnell nach oben. Jetzt kommt der Bosskampf. Dafür auch dieser große Raum. Okay, Memorec holen und dann Bosskampf. Alles klar. Nein? Oh Gott. Vielleicht, wenn wir durchgehen wollen? Oh, doch. Josh. Wusste ich doch. Der Aufzug dort führt direkt zur Sektion, in der sich der Reaktor befindet. Was ist los? Man hat uns wohl entdeckt. Oh nein. Robotektor 2.0, Sicherheitssystem der Extraklasse. Oh. So, erstmal Waffenstärke verbessern. Und dann aufs Maul. Level 48, dafür hält aber nicht viel aus. Oh nein! Die Kugel, sie rollt. Ups, ich habe die Aussage in die Waffe gewechselt. Das ist jetzt sehr dumm. Wir aktivieren mal den Ritter. Los, Ritter! Alter Schwede! Guck, ich kann einfach... Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, guck, ich kann einfach durchrollen. Aber so einfach ist es doch nicht. Oh, hol dir das Gift! Alter. Da könnte man vielleicht blocken. Hä, es hat trotzdem so viel Schaden gemacht. Töte ihn! Sehr schön, easy. Easy, gib mir das Teil. Eine aufgedrehte Carbon-Knarre. Carbon-Knarre. Das war kein leichtes Unterfangen. Yes. Okay, einmal tief durchatmen und dann auf zu Vector.
Haben alle ein Level erreicht? Ja, ich kann trotzdem kurz mal heilen. Ich muss ja nicht speichern, einfach nur heilen. Zack. Jojo, passt schon. Und dann gehen wir mal zu Vector. Ich nehme mal an, wir müssen noch gegen den Wächter kämpfen? Vielleicht irgendwo außerhalb oder so? Keine Ahnung. I don't know. Schauen wir mal. In dieser Sektion befinden sich die Testlabore. Bliep! Bitte geben Sie ihnen Ihren gewünschten Zielort ein. Zum Reaktor. Zum Reaktor? Wahrscheinlich ist dort die Reaktorschaltzentrale. Was ist auf dem Dach? Oder müssen wir... Ach, wahrscheinlich kommen wir gleich aufs Dach. Wenn nicht, dann laufe ich das nochmal ab. Später. Chotto. Vector, hör mich an. Was denn nun schon wieder? Oh, sieh einen an, ihr seid also diese Eindringlinge. Jetzt wird mir auch klar, wie ihr die ausgeklügelten Sicherheitssysteme der Fabrik überwinden konntet. Na. Hör zu und sieh her, wir haben dir ein tolles Geschenk mitgebracht. Mhm. Ein Geschenk? Jetzt, Susi, die Memorex. Vector, erinnere dich. Kono Crystal Denchi ga Hitto sureba, Nenryou Gyoukai ni Kakumei ga okiru. Boku tachi Grand Leaf ga Gijutsu Ryoku de kono Sekai o kaeru nda. Itsuka kanarazu boku no sensu ni jidai ga oitsuku toki ga kuru. Sono hi made boku wa zettai ni akiramenai zo. Minna no okage da yo. Minna ga ita kara koso kono mado stekki wo kansei saseru koto ga dekita nda. Grand Leaf ga sekai ichi no kigyou ni naru hi mo sou touku nai. Sono hi made minna de issho ni ganbatte ikou janai ka. あの頃の僕はなぜ。ムサカ、これが最後のメモリスよ。お願いだからあの頃のムサカに戻って正気を取り戻して。昨日徹夜で作ったんだ。世界最高のエンジニアが作ったものだ。君は絶対に気に入るよ。こんなの私の足じゃない。私は自分の足がいいの。こんなんじゃ私。シャリア、絶望するのはわかるよ。だけど僕たちはエンジニアだ。僕たちが持っている技術は人を豊かにする。苦しんでいる人だって人を救える。そんなことができるのが誇り高きエンジニアなんだ。そんな素晴らしい仕事を君はこんなことに負けてやめてしまうのかい？君が足を失っても僕が救う。もし僕が手を失ったとしても君が僕を救ってくれるんだろ。え？むさ、この足はただの機械じゃない。僕が魂を込めた僕自身だ。ありがとう、ムサカ。僕は社長だぞ。当然だ。このメモリスは。ムサカ、これを見て。
今では技術が進み、人の足と見分けがつかないほどのものに交換することもできた。でも私は交換したりはしなかった。これは、この足は、あなたが私にくれた勇気だから。この足があったから、私はここまで来られたの。あなたは優秀なエンジニアであり、心から信頼できる社長であり、私の大切な友達だった。そして、誰よりも思いやりのある人間だったの。思い出して、ムサカ。思い出した。全部。僕は何をしているんだ！よかった。ムサカ。昔のあなたに戻ってくれたのね。ああ、すまなかったね。シャリアのおかげで、大事なことを思い出すことができたよ。この揺れは？これはバルモディーン。Klosch scheint erneut loszulegen. Das ist gar nicht gut. Wenn Klosch weiter so wütet, könnte er den Reaktor beschädigen. Dann kommt es zu einer riesigen Explosion. Und ganz Mechbaum wird zu Staub zerfallen. Wie bitte? Dann müssen wir ihn schnell aufhalten. Klosch besitzt eine optische Tarnfähigkeit. Deshalb war er auf dem Monitor nicht zu sehen. Aber dem elektrischen Muster nach zu urteilen, befindet er sich auf dem Dach. Yes. Auf dem Dach. Da kommen wir mit dem Aufzug hin. Los, Leute, gehen wir. Alles klar. Ich würde sagen, die Folge ist schon lang genug. Das machen wir einfach beim nächsten Mal. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Ja, wir haben den guten alten Vektor überzeugen können, wieder ein guter Chef zu sein. Und die Fabrik beendet. Naja, außer Koloss. Koloss müssen wir noch machen. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Schulzmann.